herzlich willkommen zur allerersten RWO-TV-Ausgabe in diesem Jahr. Nachdem zwei Spiele ausgefallen sind, können wir heute endlich den ersten Dreier gegen Köln einfahren. Ob das alles geklappt hat, seht ihr jetzt in der Zusammenfassung. Alexander Scheelen, erstes Spiel in dieser Saison und direkt 3:1 gewonnen. Was hat heute gut funktioniert? Ja, also wir waren, denke ich mal, von Anfang an griffig, wir waren aggressiv, wir waren hochkonzentriert und wir sind heute über einen Kampf ins Spiel gekommen. Ich denke, das war heute so der Schlüssel zum Erfolg. Weil wir auch jetzt lange Zeit kein Meisterschaftsspiel mehr absolviert haben. Und ich denke, das 3:1 war auf jeden Fall verdient. Ihr standet heute sehr tief, wenn Köln Ballbesitz hatte. Ihr habt ihnen das Leben schwer gemacht. Was war euer Ziel heute? Ja, wir wussten, dass Köln schon im Rhythmus drin ist. Dadurch, dass die schon dieses Jahr einige Spiele gemacht haben, Pflichtspiele gemacht haben. Wir ja jetzt unsere ersten zwei Meisterschaftsspiele sind ja ausgefallen. Ich denke, man hat denen gesehen, dass die ordentlich den Ball laufen gelassen haben. Und wir haben gut dagegen gehalten. Und wir waren auch heute zwingend vorm Tor. Und ich denke, wie schon gesagt, wir waren heute eiskalt vorm Tor, effektiv und so muss halt eigentlich auch in jedem Spiel sein. Raphael Steinmetz, 3:1 heute gewonnen. Kann so die Meisterschaft losgehen im Jahr 2017? Ja klar, also ich sag mal, besser kann es nicht losgehen. Zu Hause, ja, 3 Punkte, besser geht es nicht. Du hast das 1:0 erzielt. War das irgendwie so der Schlüssel für euch? Danach lief es irgendwie noch flüssiger als vorher. Ja klar, ich denke mal, wir hatten jetzt zwei, drei Monate Pause und dann brauchen wir einfach nur das erste Tor. Wer schießt, ist egal und dann sind wir auch drin. Jetzt geht's nächste Woche nach Siegen, komplett anderer Gegner auf dem Abschiedsplatz. Wie stellt ihr euch darauf ein? Ich denke mal, die müssen sich auf uns einstellen. Dankeschön. Ja, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen den 1. FC Köln U23, die vor 1608 Zuschauern 3:1 für unsere Kleebetter endete. Neben mir der Gästetrainer Patrick Helmes, herzlich willkommen im Stadioner Rhein, unser Cheftrainer Mike Terranova und bitte den Gast um das erste Wort. Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Trainerkollegen zum Sieg. Für uns ein schwieriges Spiel zum Verarbeiten eigentlich, weil wir uns letztendlich auch selbst geschlagen haben irgendwo. Wir sind gut reingekommen in die Partie,
gehen dann 2-0 in Rückstand durch individuelle Fehler, die dann auch natürlich gut genutzt, ausgenutzt worden sind. Letztendlich war aber trotzdem das Gefühl, wenn wir einen machen, dass es wieder gefährlich wird. Wir hatten genug Möglichkeiten. Einmal hat der Torwart sensationell gehalten gegen Prokop. Aber das war dann in der ersten Halbzeit ein bisschen naiv von uns. Mit den 2 Fehlern wurden wir dann bestraft. Das Spiel in der 2. Halbzeit war dann so ein bisschen ausgeglichen, viel Mittelfeldgeplänkel. Ratifo hat den Kopfball noch, den der Torwart wieder gut hält. Kommen dann zum Anschluss, bekommen dann quasi ein paar Minuten später dann das 3-1. Es war klar, dass dann Räume für Oberhausen entstehen, aber es war letztendlich heute eine naive Leistung. Ich denke, es wäre absolut mehr möglich gewesen, die Fehler absolut unnötig. Und immer noch 2, 3 Spieler dabei, die heute nicht ihre Normalform hatten. Von daher geht das Spiel dann letztendlich so in Ordnung. Danke. Vielen Dank. Mike, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, es war für uns, wie erwartet, halt das schwere Spiel. Wir hatten 2 Wochen längere Winterpause. Ich glaube, gerade der auch Fußball spielt, der weiß halt, wie schwer das halt ist, in so ein Spiel reinzukommen. Wir hatten großen Respekt auch vor Köln, gerade über Standards. Die haben halt sehr, sehr große Leute, die auch gut in den Ball reingehen. Die haben auch gute Standardschützen, muss man halt immer aufpassen. Ich glaube, wir sind mit den ersten beiden Torschüssen, die waren, glaube ich, auch beide drin. Hatten uns auch eigentlich vorgenommen, dass wir als Angriffspressing spielen, aber ne, ich glaube, Köln hat das dann auch direkt gut gemacht, halt auch gut rausgespielt, ballsicher gewesen, auch immer wieder gefährlich nach vorne gekommen. Hat die Mannschaft dann auch, muss ich einen großen Lobpart machen, erkannt, dass wir dann halt uns ein bisschen fallen lassen, weil sonst, glaube ich, wäre es heute gegen Köln richtig schwer geworden. Ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir halt mit einem Dreier halt nach der Winterpause gestartet sind und ja, jetzt wird dann weiter gearbeitet und fleißig Punkte gesammelt. Danke. Gibt es Rückfragen an die beiden Trainer? Das ist heute ausnahmsweise nicht der Fall. Dann sehen wir uns wieder hier im Stadion Niederrhein am 21. März zum Sport1 Live-Spiel gegen Wattenscheid 09. Anstoß da um 18.05 Uhr. Ich wünsche jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Das war RWO TV für heute, ein 3:1 Sieg gegen den 1. FC Köln.